So. Okay. Und weiter gucken, gucken, gucken. Und here we go. Eben Sachen ausladen. Wow, kann man einfach gegenlaufen. So, ich wollte mal gucken, ob die irgendwas bringen. Anscheinend nicht. Können wir 5 Anker mitnehmen. Das ist richtig nice. Je nachdem, wie viel Ankerenergie er hat. 0,4. Das ist jetzt nicht die Welt. Aber den können wir uns gleich noch angucken. So. Das war gerade lustig. Oh. Elektriker-Kit. Das will ich noch testen. Wenn, die machen ja hier auf dit. Cool. Okay.
Das Kackviech hat mich gerade angegriffen. Oh. Ich konnte noch Blei gebrauchen, genau. Oh Gott. Dieses fiese Viech. So. So, ich habe hier immer noch kein Fahrzeug gefunden von diesem... wie heißt das gleich noch? Neu erkannte Sachen. Also hier so irgendwelche neuen Wagen, die ich noch nicht gescannt habe. Oh Gott. Also. Okay, ich muss hier lang und dann hochfahren, weil der Sturm kommt. Oh, guck mal, da ist der Lieferwagen, von dem ich sprach.
So wurde ich mit einem Anker abgeworfen. Ups. Und weiter geht's. Eben getankt. Eine stabile Zone ist natürlich schön, weil man so viel mitnehmen kann, aber auch problematisch in der nächsten Zone. Ich weiß nicht, ob ich da ein wenig übertrieben habe. So, auf hier in die neue Region. Und da wird's jetzt fraglich, ob ich nicht zu viel dabei habe. Da eben hinfahren.
Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, dahin kommen wir bedeutend einfacher als woanders hin. Oh Gott. Hilfe. Oh. Okay. Auf geht's. Okay, super. Huh. Hey, you sure took your time out there. Oh ja. Aber das Coole mittlerweile ist, ich habe so viele Sachen, dass ich echt gut vorankomme. Aber guten Tag erstmal. Genau. So.
Ach, ich hatte noch schlimmere Sachen, kann ich dir sagen. So. Okay, das ist voll. Was aber mittlerweile cool ist, ist, dass ich hier die Teile... Oh. ...zwischenbunkern kann. So, das wird repariert. Das sieht in Ordnung aus. Die werden alle repariert, genau. Ah, noch eine Stahlplatte geht da rein. So. Werkzeuge. Ah, ich habe zu wenig labile Energie, okay. Drei Stahlbleche. Blitzableiter ist auch interessant. Seitliche Batterie, Hydrogen.
Also ich glaube, als nächstes mit labiler Energie sollte ich den Schweißbrenner holen. Das ist ja mal typisch. Nee, ich auch nicht. Und es macht echt... Du kommst da in so einen sehr interessanten Loop rein und es macht richtig, richtig Spaß. Okay, brüchig. Okay. Hier gucken. Ach, für Dachstrahler brauche ich, okay. Zwei Stahlbleche. Dachgepäckträger. Das ist ein neuer Motor.